Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin jetzt leise, weil ich habe keinen Bock auf so eine scheiß Emma wieder. Nee, Quatsch, alles gut. Emma, komm her, du blöde Kuh. Ich mach dir kaputt, wa? So, kurze Runde 7 Days reinschmeißen hier. Gleich zur Probe und wieder Probe, wieder Musik machen. Yay. Und dachte mir, Mann, ich habe so Bock auf den ganzen Tag heute auf Zocken. Da ich jetzt einfach mal hier schnell nochmal einen reinhaue. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ach Mensch, da muss auch mal ein richtiger Rahmen hin. Das ist ja so nicht... Ich mach hier hinter einfach noch. Ach komm. Sieht bestimmt erstmal ganz toll aus. Ja, super. Egal. So. Eine Tür da. Das haben wir zu. Alles klar. Die wird bestimmt wieder kommen, die Tante. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Mir fehlt echt Eisen, ne? Nix haben wir hier. I need Iron. Obwohl, wir haben 719 da drin. Moment. Dann machen wir da mal hier so ein bisschen Feuer. Ich brauche Forged Iron, Baby. 68 Stück. Klar. Können wir Clay noch ein bisschen reinschmeißen? So. Nu lübdat. Und dann würde ich sagen, sobald wir das haben, habe ich ja schon. Leitern waren noch hier, genau. Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ja, wir tun's. Wir tun es. Wir gehen runter. Okay, wenn ich da runtergehe, dann muss ich leider hier sagen, okay, ich buddel mich jetzt hier runter. Ja, ich bin so verrückt. Ne, ich buddel mich jetzt runter bis zum Bedrock und dann werde ich mir einen Gang machen, der ein bisschen weiter Richtung, also irgendwann ist natürlich mal der Traum, ne, genau, wups, hier rein und dann wieder hoch. Das ist super. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann werde ich hier irgendwo so einen Fortschraum machen. Also nicht direkt, Fliege, nicht direkt in der Hütte hier. Das ist mir dann doch zu gefährlich. Boah, da haben sie aber alles teuer gemacht, ne? 33, ja komm, ein paar brauche ich noch. Ich habe Angst, dass ich die hier kaputt mache und dann kann ich nichts mehr machen. Egal erstmal. So, kommen wir jederzeit wieder hoch. Also, in die Richtung runter, genau. Da wollen wir hin. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Ich weiß vor allem nicht, wie hoch wir hier sind. Das können wir eigentlich sehen. Warte mal. Elevation minus 18 Meter. Oh, das ist doch... Dürfen wir eigentlich recht schnell auf Stein stoßen, hoffe ich. Ja, jetzt wird da wieder ein Blindflug. Mining Helm haben wir noch nicht. Ihr seht den schwarzen Bildschirmklopp-Simulator, aber da geht's schon los mit Dingsterbums. Okay, passt mal auf, ich mache euch mal hier ein bisschen Gamma. 95 merken wir uns mal, ne? Hier mal. Ja, scheint zu klappen. Ja, jetzt sieht man ja ein bisschen was. Oh, das. Ja, das wird ein bisschen dauern. Egal, können wir ein bisschen quatschen. Was ich gestern gesehen habe auf dem Rückweg von der Arbeit, das war der absolute Hammer. Ich stand in Düsseldorf an der, an der Ampel. In einer, nicht Innenstadt direkt, sondern so ein bisschen außerhalb halt, aber immer noch sehr belebt. Gegenüber von unserem Stammitaliener und die Sterne der roten Ampel. Rechts neben mir standen zwei Fußgänger. Und dann fiel nur etwas neben mein Auto mit einem lauten Platschen und ein paar Federn kamen hinterher. Da ist eine schöne Taube vom Dach gefallen. Ich weiß nicht, ob die eine abgeknallt hat oder ob die eines natürlichen Todes gestorben ist. Es war auf jeden Fall sehr lustig, wie die Leute zurückgesprungen sind und wie das geklatscht hat. So ungefähr. Echt, ohne Scheiß. Ich habe es durch die Zun-Fensterscheiben gehört. Das war echt sehr, sehr, sehr lustig und... Da wurde es leider grün. Ich konnte nicht mehr weiter gucken. Sonst wäre ich ja mal kurz ausgestiegen, hätte ein Foto gemacht für Twitter. Ist nicht wahr. Schaut euch das an. Mine. Yeah. Das Eisen sogar noch. Okay, wenn das... Ja, perfekt. Direkt unter der Hütte eine Mine. Ja, das ist das natürlich nur, ne? Das dauert ein bisschen. Aber knapp die Hälfte weg. Meine Mining-Tools gehen natürlich nach oben und wir haben jetzt erst 19 davon. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob es besser ist, ob wir ein Scrap-Iron reinschmeißen oder so ein Ding. Das testen wir gleich mal. Ich guck mal, dass ich hier irgendwie wieder rauskomme.
wie gut ist das denn? Klong, klong. So, das hat uns jetzt 45 gegeben. Und das ist wieder normaler Stein, alles klar. Hm. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Kann man tun. Die Frage ist halt, ja, wie tief sind wir, wie tief müssen wir noch? Könnte noch etwas dauern, ne? Egal, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe mir jetzt auch mal die, ja, ich habe mir jetzt mal die Patchnotes reingezogen, die der Well gemacht hat, netterweise. Schönen Gruß an dieser Stelle, wenn du das, oder falls du das sehen solltest. Sehr, sehr geil und hat sich, boah, ist echt viel dabei. Hopfen kann man anbauen, es gibt echt Dünger. Ich dachte, ja, Dünger. Kann man im Zementmixer machen, geil. Also wir schaufeln Scheiße in den Zementmixer mit noch ein paar Sachen, dann können wir Dünger machen. Ach nee, das war glaube ich Rotten Flash, ne? Muss ich nochmal ins Inventar gucken, wie man den Dünger macht. Super. Ach, dieses blöde Fleisch, endlich mal eine Bewandtnis. Es gibt ja so viele neue Klamotten da, also Sachen. Ich weiß schon gar nicht mehr alles. Muss mich da echt überraschen lassen dann. Ja, soll ich mir schon mal eine neue Pickaxe machen? Ja, ne? Kommt ein Sicherheitshalber. Dann buddeln wir uns erstmal runter. Und so ein, zwei Blöcke nach vorne. Dann haben wir erstmal das Grundding. Und dann werde ich mal off-camera so, ja, so 10, 20 Meter nach vorne arbeiten. Weil mit dem Ding hier macht es schon schwierig. Also es dauert. Es dauert echt lange. Muss ich sagen. Wenn man Stahl gewöhnt ist. Ich hätte natürlich auch ein Bier trinken können. Habe ich noch ein Bier in der Tasche? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Kein Bier da. Naja, egal. Jetzt sind wir drin. Jetzt müssen wir erstmal zum Bedrock runter. Bedrock City. Oh ja, auch sehr geil. Righty, schönen Gruß, wenn du das siehst. Müssen wir noch was bauen. Stimmt, fällt mir ein. Oh mein Gott. Da ist ja auch noch was. Ich habe ja noch einen Bauplatz da. Ich hoffe, dass das in der Alpha 15 noch funktioniert. Ja, so kloppen wir. Und bei euch, alles gut? Was wollt ihr denn noch so an Let's Play sehen? Könnt ihr ja mal sagen. Also ich bin ja, wenn ich Zeit habe und mir ein Spiel sehr, sehr gut gefällt, dann mache ich da ja alles mit. Also ich habe persönlich mal wieder total Bock auf Mad Games Tycoon. Empyrean werde ich auch mal wieder weitermachen. Und wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, jetzt kommt bitte nicht arg, das schließe ich mal direkt aus, dann sagt Bescheid. Mach fast jede Schandtat mit. Muddy Heights, der Dachkack-Simulator, war auch so ein Megaspiel. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. So, 20 Sekunden noch, alles klar. Ah. Mhm. Geile kalte Cola. Da, 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 da. Ja, und dann werden wir die Hütte hier noch weiter ausbauen. Und dann, ja. Hip, hip, hurra. Dann haben wir hoffentlich bald alles für Eisen, für Stahl zusammen. So, da ist das Baby. 212er, ja, guck mal. Hat da ein bisschen was gebracht. Und, ah, das geht doch. Ein bisschen fixer. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan, jetzt die Hütte ausbauen, damit wir auf, damit wir Stahl machen können. Werkzeuglevel weiter nach oben bringen und dann Minibike-Buch finden mit unserem 17er-Motor. Auf jeden Fall Minibike. Können wir laufen. So, wie weit geht das denn hier noch runter? Wie weit sind wir denn? Oh Gott. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ha. Fast die Hälfte der Folge in einem Loch verbracht, im Schacht. Jetzt hat er wieder nur 20, die er abbaut. Seht ihr das? Ja, das ist, sobald die Axt irgendwie so ein bisschen Schaden genommen hat, war's das. Hm. 63 so Eisendinger. Ich muss da unbedingt noch testen. Also das mache ich diese Folge auf jeden Fall noch, dass ich teste ein Scrap Iron versus ein Eisenerz-Dingsbums. Was mehr gibt. Und draußen ist es Gott sei Dank erstaunlich ruhig. Ich habe echt damit gerechnet, dass jetzt wieder Viecher kommen. Oder unsere liebe Emma, aber bis jetzt toi toi toi. Alles gut.
Ach, ich liebe dieses Spiel einfach. Habe ich das schon erwähnt? Ich liebe es so doll. Komische Geräusche draußen bei mir. Ein Kleinflugzeug. Na, hoffentlich stürzt es nicht in mein Haus hier. So, morgen ist ja Tag 3 und dann dürfte ja eigentlich schon ein Airdrop kommen. Bin gespannt, wo der dann runtergeht. Ach so, das dauert aber echt hier. Lalalala. Ich könnte mir eigentlich irgendwas auf die Maustaste drauflegen. Komm, den einen noch, wenn da nichts ist, dann hüpfe ich erstmal wieder nach oben. Und teste mal, wie das aussieht mit Eisen. Und dann leveln wir mal das Haus hoch. Ich brauche unbedingt Stahl. Also das macht so... Steel Pickaxe. Ich brauche sie. Und so. Immer noch kein Bedrock. Alles klar. Mal gucken, ob die 20 Frames reichen. Stück waren es. Scheiße. Fratter. Frame. Nee, Woodframe. Soll ich mir vielleicht mal als Favoriten machen. Gimme. So. Das reicht. Super. Gut, wollen wir mal schauen. Alles fertig. Okay, 123 Iron haben wir aktuell. Das heißt, ich nehme jetzt mal einen davon. Hat einen gegeben, okay. Und einer hiervon gibt bestimmt 5, pass auf. Ja, 5 tatsächlich. Wenn ich jetzt so einen platt mache, dann gibt das wie viel Scrap Iron? 3. Alles klar, also das Zeug reinzuschmeißen bringt wesentlich mehr als Scrap Iron. Hätten wir das auch geklärt. Tja, gut zu wissen, ne? Komm, tu mir so tun und dann ist es gut. Ja, und dann, Leveln. Also ausbauen, damit wir hier schnell auf Stahl kommen. Müsste eigentlich mit der Hütte hier reichen. Und Holz haben wir genug für 100 und ein paar Blöcke, beziehungsweise 100 und noch was aufwerten. Aufwertungen. Natürlich die Frage, wenn ich jetzt mit Eisen aufwerte noch zusätzlich, ob das dann einen Multiplikator bei den EPs gibt. Oder ob Holz genauso viel zählt. Und dann würde ich mir nämlich das Eisen sparen. Oh, dachte gerade schon. Nein, Spiel hängt. Alles gut. Können wir mal gucken. Sieht man irgendwie, ist da nochmal die... Da, auf N war es, genau. So, was ist denn? Construction Tool 27. Die ist 40. Kostet 30. Ich habe 35. Das heißt, ich könnte 5 Punkte hier reinbuttern. So. Also brauchen wir noch 8 Level. Und dann haben wir Stahl. Gut. Aber. XP to next level. Das sieht man leider nicht. Ne? Keine Zahl, gar nichts. Vielleicht können wir den Abstand ein bisschen sehen. Okay, ich mache jetzt erstmal hier so einen Block. So, das hat... Ja, muss man irgendwas zum Messen haben hier. Warte mal. Habe ich ihn... Nee, hab nichts. Okay, wir sehen es ja ungefähr, ne? Ihr könnt es ja gleich gut vergleichen. Jetzt mache ich hier mal Stahl. Eisen. Boing. Ja, genauso viel, oder? Ja, ich glaube, das tut sich das nicht viel. Ich mache erstmal Holz, bevor ich hier das Eisen verschwende. Nein. Ja, mal gespannt, wie lange das noch dauert, wie viele Blöcke wir jetzt noch aufwerten müssen, um auf Stahl zu kommen. Aber das sollte recht fix gehen. Also, ja, wenn die Fun-Pimps das so möchten, dann machen wir das wo.
dann können wir runter und dann, ach, dann wird alles gut. Dann haben wir hier schon fast keine Probleme mehr. Ich sagte fast, ne? Horde 7, also die Tag 7 Horde soll sehr, sehr, sehr heftig werden. Was ist denn da kaputt? Warum bist du kaputt? Weil da wohl randommäßig Cops drin sein können und Hunde, also das wird schon so ein bisschen abwechslungsreicher. Ich meine, das ist geil. Habe ich nichts gegen. Die sollen ruhig alle kommen, die blöden Viecher. Sobald ich einen Shotgun habe. Was ist denn hier los, ey? Alles kaputt. So, wie viel Holz haben wir noch? 821. Oh, locker. Komm, jetzt könnte ich aber wieder ein Level abvertragen hier. Einen Hammer? Hammer kann ich noch nicht machen. Dann brauchte ich eine Schematik, ne? Auch kaputt. Alles kaputt hier. Meine ganze Hütte ist kaputt, ey. Ah, 33. So, ein Level-Up wäre jetzt auch noch geil. Dann hätten wir nochmal 5 Punkte zum... Ja, also... Aufs Stichwort. Aufs Stichwort. Geil. 5. So, noch 2 Level. 2 Level. Dann können wir Stahl machen. Ich glaub's nicht. Oh, Jubel. Oh, Freu. Ich hoffe, das reicht. An Holz hier. Ist natürlich die Frage, wie ist das denn, wenn ich hier was repariere? Nee, ne? Ich glaube, das bringt nichts. Deswegen verschwende ich das Holz jetzt nicht für Reparaturen, sondern verbrauche es, um Level zu machen. Ja, schön. Boah, ist alles kaputt hier, ey. Ja gut, aber das müssen wir reparieren, sonst können wir da nicht leveln. Nee. Nein. Ah, war toll. So, wie sieht's denn aus? 454 Holz noch. Und die Hälfte? Okay, also da kriegen wir jetzt noch ein Level mit hin. Jetzt hätte man eigentlich auch mal berechnen können, wie viele Blöcke man aufwerten muss, um dann dementsprechend hier Level up zu machen. Hätte man tun können. Aber ist mir jetzt erstmal Wumpe. Wir brauchen nur noch ein Drittel Level oder so und dann sind wir durch. Hihi. Dann haben wir genug Eisen geschmolzen, können da Stahl. Ich hoffe, dass ich da nur den Amboss für brauche und nicht diese blöden Kaliper-Dinger oder was das da ist. Aber rein theoretisch Stahl sollte auch so gehen. Hatte ich gesehen, man kann Licht an- und ausschalten? Wie? Die Lampe geht wohl nicht. Aber hier, warte mal, eine Fackel. Ja, hier ist uns keine Lampe. Ja, die hier noch. 193. Oh, Level 39. Gut, machen wir hier oben weiter. Nochmal ein Level-Up wäre absolut göttlich. Braucht die 30 oder 40 Punkte für Stahl? Oh, oh. Nicht, dass ich mich jetzt total verhauen habe hier. Fällt mir gerade mal auf. Warte mal eben. Stiel 30, alles klar. Construction Tools 40. Aber wir haben es fast. Fast. Wir sind fast da. Und wir haben kein Holz mehr. Nein. Verbrate ich jetzt doch nochmal etwas Eisen. Zumindest für die Fenster. Das sieht dann irgendwie stylisch aus. Und das war's. Bäh. Verdammt. Ein Holz. Das waren 1500 Holz. Hallo? Kiste? Hier habe ich auch nichts mehr. Ne? Nee, dann kann ich die nicht... Oh, doch kann ich. Den kann ich auch. Und den kann ich auch. Kriegen wir schon mal ein bisschen was wieder raus. Wenn auch nicht viel. Lass dich scrappen. Ah, danke.
toll, toll, super toll. Und nu? Nu haben wir nichts mehr. Die kann ich auch scrappen, da gibt es glaube ich Steine, ne? Ach Mann, ey. Ich hätte doch gerne 80 Holz, da können wir noch ein bisschen was machen wieder. Komm. Nimm 8 Blöcke hier. Und das war's. Okay, wie weit sind wir? Oh, knapp über die Hälfte. Ah, jetzt bin ich natürlich wuschig, ne? Jetzt würde ich ja natürlich echt, echt gerne mal kurz an die frische Luft gehen. Mal gucken, was es da so gibt. Die Tür ist Gold wert. Ich glaube, da oben. Ach komm, wir gehen mal oben die Bäume kloppen. Ich will's jetzt. Ich will das jetzt haben. So, bitte keine Zombies, keine Bären, gar nichts. Danke. Einfach nur in Ruhe hier mal eben meine Bäume klatschen. Schwein. Okay, Schwein darf sein. Zack. Stirb. Ach. Du blöd. Arsch. Bandana brauche ich nicht. Ja, ist die Frage, wo ist das Schwein? Da. Schnell. Reload. Och. Da ist noch eins. Ja, ist wieder super, ne? Ich will nur eben ein bisschen Holz holen. Und spackelt wieder hier draußen rum. Egal. Jetzt stinken wir auch noch schön. Na komm her. Ich nehme alles. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt sage ich, das ist eine Fortschritte. Dann drehe ich aber durch. Wie viel Fleisch haben wir denn? 6? Oh, ist eigentlich zu schade zum Wegschmeißen, ne? Ja, komm. Konzentrieren wir uns jetzt mal hier auf die Bäume. Und tschüss. Oh, Geräusche. La 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 la, ich habe keine Angst. Wie viel haben wir jetzt schon? 75. Ja, komm, ich mach mal so 600, 700 sollte reichen, hoffe ich. Hoffe ich. Fall. Du Baum. Ich muss mal eben kurz die Hütte hier markieren. Hütte. Da ist keiner mehr. Spannende Sache. Spannende Sache. Lalala, lalala, ich habe keine Angst. Nein, nein, nein. Da kommen die 4 Bäume hier noch und dann sollten wir genug Holz haben und dann, ja, werden wir in der nächsten Folge, aha, hoffentlich Stahl machen, meine Lieben. Ich hoffe, dann kriegen wir es hin. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und sag mal einfach, ich schließe nahtlos hier an, oder? Reicht das von meiner Zeit her noch? Viertel Stunde, 20 Minuten? Ja, nicht ganz. Nee, ich muss einmal kurz unterbrechen, weil ich eben Musik machen muss. Aber dann geht's frisch und fresh weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen nach oben und kostet alles nichts. Alles gratis und ja, bis zum nächsten Mal in diesem Spektakel. Jetzt kommt eine Horde, wenn ich ausmache. Pass auf.
Nee, kommt sie nicht. Alles klar, bis dann. Tschüss.